Ja, moin zusammen. Ja, jetzt schauen wir uns mal den allgemeinen Zustand an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja. Oh Gott, oh Gott. Das fasst das ganz gut zusammen, denke ich. Ja. 126.000 Kilometer runter und oh Gott, oh Gott. Innen auch nicht besser. Ja. Habe auch vorher noch geschafft, die Kollegen hier zu montieren und sauber zu bekommen. Ich denke, so kann er sich wieder sehen lassen. Wenn da nicht ständig eine Katze drauf rumlatschen würde, sähe das sogar noch besser aus. Ja, der ist jetzt, ich würde sagen, recht schick. So. Einige Leute haben sich gewünscht, eine Inspektion. Wird jetzt stattfinden. Das alte Öl, der Diesel, der Reiniger, alles ist da noch drin. Und das wollen wir heute mal ändern. Dazu fahren wir wieder auf die Rampen. Dann wollen wir mal gucken, dass wir die Front komplett fertig kriegen, inklusive aller Filter etc. Hier kommt man recht gut dran an den Filter. Moment, da. Da unten ist der Ölfilter. Da ist der Luftfilter. Was ich noch machen werde, die Scheinwerfer haben es mal nötig. Ganz dringend sogar. Kühler etc. habe ich mit dem gleichen Zug sauber gemacht, wo ich den Motor sauber gemacht habe. Ja, Motorraum ist wieder schön. Hier ist alles mit frischem Fett abgefettet. Hier unten auch. Ne? Es kann richtig blöd enden, wenn da nicht genug Fett drauf ist. Ne? Am Haubenzug ziehen und das Ding reißt, ist blöd. Ja, muss man den ganzen Blödsinn hier vorne abbauen. Ja, ich denke, so kann er sich wieder sehen lassen, grundsätzlich gesehen. Läuft auch wieder vernünftig, eigenermaßen natürlich, für seine Verhältnisse, wie ne, das Öl ist halt nun mal eben noch nicht das Wahre. Ja, Lappen, Katzenpfoten wegmachen. Unglaubliche Tiere sind das. Okay, das sieht schon mal besser aus, ohne Katzenpfote. Die Abdeckung muss da noch drauf. Genau. Was haben wir noch? Die Lichtmaschine, der Regler. Wir haben hier unten. Da ist die Lichtmaschine und da hinten sieht man auch gleich das Set mit dem Regler. Wenn der Ölfilter gleich draußen ist, kann man das in einem Abwasch mal eben machen. Das geht. Jo. Ja, ich denke, er wird wieder ein schickes Auto. Okay. Der kommt jetzt auf die Rampen. Bis gleich. Was wir hier sehen, sind die üblichen Verschmutzungen. Wir stehen jetzt schon auf den Rampen. Ist etwas schräg, das Ganze. Die üblichen Verschmutzungen, wenn da irgendwas umkippt, etc. Im Fußraum geht es eigentlich noch. Armaturenbrett hätte auch mal gepflegt werden können. Aber gut. Ja. Überall ein bisschen ranzig. Das sind die berühmten, ist mir egal, Hauptsache ein Auto von A nach B, bla bla, Autos. Das ist, man Autos pflegt, halten sie länger, das ist einfach nur mal eben so. Aber schön, der hat relativ großporige Stoffsitze. Das sollte relativ einfach zu reinigen gehen. Außen, naja. Versuche ein bisschen Temperatur reinzukriegen und dass das Öl noch mal einmal durch den ganzen Blödsinn da durchgeht. Lichtmaschine lädt nicht, deswegen muss ich immer die Batterie zwischendurch laden. So eine kleine Voraussicht auf Elektroautos. Ja, ist ein Nichtraucherauto offensichtlich, also ziemlich plausibel. Ja, ist ein Nichtraucherauto. Riecht auch nicht, gar nicht. Ja, okay, den lassen wir jetzt ein bisschen warm laufen. Das Gaspedal ist aber ganz schön gewöhnungsbedürftig, alter Verwalter. Der hat irgendwie, die hätten da ein bisschen mehr Feder reinsetzen können, ein bisschen mehr Gegenwirkung, ne, um so ein bisschen den Gaszug zu simulieren. Ist ein E-Gas. Ist schon etwas eigenartig, ja. Was haben wir hier eigentlich? Ah, hier war mal eine Musikanlage verbaut.
war mal abgeschnitten. Ich hoffe, da ist nicht noch mehr abgeschnitten. Nein, Gott sei Dank. Das ist das Remote-Kabel. Oh, hier ist ein Antennenverstärker drin. Werde ich auch noch drauf kommen. Kommt ein Radio rein. Ich habe überlegt, 2 Jahre TÜV drauf zu machen. Scheint nichts dran zu sein. Irgendwie scheint die Sitzheizung sogar zu funktionieren. Werde ich feststellen. Messe ich mal durch. Ist eh warm. Das jetzt festzustellen, was ich feststellen kann, ist definitiv, dass die Klimaanlage funktioniert. Aber eine Sitzheizung jetzt zu überprüfen, wird schwierig. Hupen hupt. Neue Scheibenwischer habe ich gerade gekriegt. Mein Zulieferer war da. Mal gucken, ob der hintere Scheibenwischer geht. Ah! Da ist kein Wasser mehr da. Ja. Hier haben wir noch eine Intervalleinstellung. Die Einstellung vom Bordcomputer. Naja, funktioniert alles halt. Ne? Das ist schick. Soll man nicht glauben, aber das Auto funktioniert vollständig, obwohl er so vernachlässigt wurde. Dann wollen wir mal gucken, dass wir eben wieder auf die Sprünge helfen. So, jetzt aber bis gleich. Muss ein bisschen warm laufen. So, und jetzt sind wir unterm Auto. So, Ölwechsel. Wie gesagt, alles immer auf Rampen hier. So, da haben wir die Ölwanne. Jetzt müssen wir mal gucken. VW hat wieder die Glanzleistung gebracht. Da Imbusschrauben reinzusetzen. Auch die Ölwannenklassiker, die immer schön kaputt gehen. Von den Schrauben her gesehen. Ja, passt. So, einmal gelöst. Sollte jetzt, ja. Ist nicht schlimm, wenn der Stift da drauf sitzen bleibt. So, Ölwanne ausrichten. Hier ist keine Achskonstruktion drunter. Ach so, ich wollte noch sagen, der Motor ist schön trocken. Ne? Wir sind im Untergrund und wir sehen einmal nix. Ja. Vergesst es, zu versuchen, keine öligen Finger zu kriegen. Das wird nichts. Das kommt da raus, ob ihr wollt oder nicht. So, diese leichte Rotfärbung, wissen wir, was das ist. Ne? Ja, so alt ist der Kupferring noch nicht. Nehmen trotzdem 9. Ja, da schwallt jetzt ordentlich was raus. Ist übrigens immer von Vorteil, wenn das Motoröl warm ist. Ansonsten könnt ihr das mit dem Wechsel eigentlich lassen. Dann hängt das ganze Zeug nämlich drin. Das ist immer ein bisschen problematisch bei einer Werkstatt. Ihr gebt das Auto da ab. Und dann wird der da kalt der Ölwechsel gemacht. Macht nicht so richtig viel Sinn, muss ich sagen. Weil die Ablagerungen irgendwie am Motor rumhängen. Erst wenn es richtig warm ist, wird das alles in der Schwebe gehalten. Das ist das Problem. Ja. Immer ein bisschen schwierig. Die Antriebswelle da, die scheint mal neu gekommen zu sein. Insgesamt ist der Wagen relativ gepflegt, muss ich sagen. Halt oben nicht. Technisch ja, oben rum nein. Das ist ja so ein berühmtes Auto, was nur funktionieren muss und hinterher Top-Zustand im technischen Bereich auf dem Schrott landet, weil es innen einfach scheiße aussieht und außen. Ja, das wird eine ganze Zeit lang zum Abfließen brauchen. Gleichzeitig werde ich jetzt ein bisschen nach vorne gehen mit der Wanne. Wir wissen ja jetzt, wo es runterkommt. Ungefähr da. So. Und ungefähr auf dieser Höhe ist der Filter. Er ist da. Ja. Da ist er. Der Kollege da. Das ist der Ölfilter. Den drehe ich jetzt auch los. Ich hoffe, der ist handfest. Wie vorgeschrieben. Nur handfest anziehen. Nicht anballern. Geht bei denen sowieso kaum, aber... Aber dafür wechseln wir nach oben. So, eigentlich kann der Filter ja nicht so wahnsinnig fest sein, weil er noch nicht wahnsinnig alt ist.
was war das? Ich glaube 6000 Kilometer oder so. Ja, wollen wir mal gucken, ob der Kollege das auch richtig gemacht hat. Handfest ist immer Interpretationssache. Der Kollege hat sich dran gehalten. So. Jetzt sehen wir, dass es aus dem Filter natürlich auch rausplätschert. Deswegen die Wanne nach hinten stellen. Ich habe mir schon schwarze Schuhe geholt, deswegen. Weil ich nicht dran gedacht habe. Deswegen. Der fällt gleich auch garantiert runter, weil er heiß ist. Wenn man nicht so wärmeempfindlich ist, geht es ohne Handschuhe, mit Handschuhen bekommt ihr das Ding auch da raus, ohne dass großartig was passiert. Ja. Also ich bin ziemlich wärmeunempfindlich. Ich hole auch Brötchen aus dem Backofen und halte die fest. Ist halt über die Jahre, ne? Wenn man im Service gearbeitet hat, da kommen eben Autos mit heißen Motoren, ne? Heißen Bremsen. Die ersten paar Monate hast du noch die Handschuhe an, danach merkst du das nicht mehr. So, das lassen wir jetzt alles schön lange austropfen. Richtig lange, weil wir da ziemlich viel Müll drin haben. Aber auch sonst, je mehr Zeit ihr euch lasst, das abzutropfen, umso weniger Restöl ist da noch drin. So, jetzt machen wir eine kurze Pause. So, da bin ich wieder. Das dürfte jetzt ordentlich ausgesuppt sein. Den Flansch hier, wenn er denn verschmutzt ist, in diesem Fall hat man gesehen, dass der Ölreiniger ganz gut funktioniert hat. Trotzdem Bremsenreiniger, ne, absprühen, falls irgendwo noch der Motorblock ist, das stinkt hinterher wie die Hölle. So, als allererstes, was wir jetzt machen, solange der Ölfilter raus ist, wir entfernen dieses Gehäuse hier hinten von der Lichtmaschine. Die scheint wohl vom Regler her gleich zu sein wie Lupo Arosa etc. Das werden wir gleich feststellen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob ich da unten filmen kann, wenn ich das da abbaue. Aber man sieht es schon recht gut. Moment. So. Was man abschrauben muss. In der Regel ist da ein Stecker und zwei geschraubte Verbindungen. Und dann hat sich das. Ja. Ja, in diesem Fall hier sehe ich gerade den Stecker nicht. Ach doch, da ist er. Da ist der Stecker. Ja, ein Stecker. Dann diese Schraubverbindung hier lösen. Dann war es das. Aber vorher die Batterie abklemmen, bitte. Ne? Bevor man hier alles rüstet. Ist stromführend. Ergo, ich habe das noch nicht gar nicht richtig zusammengebaut. So ist das praktisch, das reicht. So. Jetzt der Deckel wieder drauf. Irgendwie sichern. Die Masseleitung. Ne? Abnehmen und irgendwie sichern. In dem Fall kann sie jetzt nirgendwo mehr hin. Die kommt nicht wieder zurück auf die Batterie. Sonst ist mir auch schon passiert. Während der Arbeit an der, am Anlasser war das, ist auf einmal das Massekabel wieder zurückgerutscht. Ja, das gab ein Feuerwerk. Ja. Das dürfte eine 13er sein, dann besagter Stecker. Jetzt kommt man besser dran, wenn der Ölfilter da weg ist. Der ist nämlich genau davor, wie man sieht. So, erstmal reingreifen. Was ist für ein Stecker hier? So, das ist der Stecker. Hier. Wenn man jetzt an diesem Kabelbaum zieht, so ein bisschen, sieht man, hier ist noch ein 13er. Der hier. Oh, ein kleiner Zwischenbericht. Ja, da komme ich nicht weiter. Ich muss morgen einen neuen Lichtmaschinenregler holen. Der passt doch nicht. Ja, soviel zum Thema Teileprogramm. Aber mir war langweilig. Sieht richtig scheiße aus, ne? Ja, habe ich mir auch gedacht. So ist besser, ne? Dachte ich mir. Ja, moin zusammen. Ja. Teile geholt. Ne? Schön.
also nicht so wirklich weitergekommen. Wir haben immer noch keinen Ölfilter drin, weil wir noch an die Lichtmaschine müssen. Da ist der neue. Gibt's von allen möglichen Herstellern, ne? Für diese Lichtmaschine. Ich habe durchgeguckt, von 23 bis 50 Euro ist da so ziemlich alles machbar. So, da ist er. Hübsch, ne? Ja, neue Kohlen, neuer Regler. Oder sagen wir gleich, neuer Regler inklusive neuer Kohlen. So, da ist er. Nägel New. Kleiner Tipp, wenn man sowas sucht, diese Nummer da mit dem F bei eBay eingeben. Oder wenn ihr irgendwo ein Teileprogramm habt, wo man OEM-Nummern eingeben kann. Ich habe die Regler gefunden von 25 Euro aufwärts. Also das, was ich noch haben möchte. Gab es bestimmt auch billiger, aber muss ich jeden Schrott kaufen. Die 25 Euro waren, glaube ich, überholtes Teil von einem Bosch-Dienst, die das wohl selber machen. Und ja. Hätte man auch kaufen können, aber wie gesagt, eBay mit Lieferung, mit bla 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 bla, da war ich nicht fertig und da habe ich keine Lust zu. Deswegen von meinem Zulieferer, ich glaube, ich habe jetzt 38 Euro bezahlt. Ja, wie gesagt, kann man abholen. Ist besser. Für mich ist es besser. Ich bin ungeduldig, was solche Sachen angeht. Jo, und da ich da unten nicht filmen kann, melde ich mich gleich wieder. Ja, das Ding ist jetzt drin und wenn ich das was hier zeige, jetzt kann man nachvollziehen, warum ich da nicht filmen kann, richtig? Ihr würdet so nur eine Hand sehen. Ja, da sitzt er jetzt auf der Lichtmaschine. Ich habe die nicht rausgenommen, weil ich da den ganzen Klimakladderadatsch hier lösen muss und weiß der Teufel, deswegen im eingebauten Zustand. Bisschen eng, geht aber. Okay, bis gleich. So, jetzt ist der komplette Kram eingebaut da unten. Leitung ist noch wieder festgezogen. Ja. So. Sieht ja wieder wunderschön aus mit dem neuen Regler. Ja. Jetzt können wir den Ölfilter aufschrauben. Ölfilter. Ist nicht viel zu beachten, außer nicht festballern. Bitte. Handfest. Hier kommt man auch gut dran. Gibt es keine Entschuldigung, da irgendwie mit einem Schlüssel dran rum zu operieren. Was machen wir mit dem Ölfilter? So, jetzt schnappen wir uns Öl. So. Jetzt schnappen wir uns normales Öl. Stecken wir jetzt den Finger rein. Holen uns einen kleinen Schluck. So. Das kommt auf dieses Gummi hier. Manche machen Altöl, ich nehme Frischöl. Ist einfach so. Füllmenge bei dem hier ist 4 Liter inklusive Filter. Findet man aber auf einigen Seiten unter der Betriebsanleitung. Deswegen so eine Betriebsanleitung ist gelegentlich gar nicht mehr so schlecht, vor allen Dingen im Punkt Sicherungsbelegung etc. Manchmal sucht man sich einfach einen Wolf. Und die Sicherungskästen sind manchmal anders beschriftet, als die wirklich belegt sind. Das ist echt was nervig. So, jetzt gehen wir da runter. Dreimal um die Ecke. Dahin, hierhin. Ja. Vorher natürlich, wie gesagt, der Flansch wird gereinigt, ne?
So, das ist handfest. Mehr kriegt er nicht. Das war's. Nicht mit Schlüsseln dran rumfummeln. Ich habe hier schon mal einen Ölfilterpatronen gesessen, die musste ich aufmeißeln. Es gibt auch keine Newtonmeter-Angabe. Das heißt, handfest. So, wenn ich jetzt hier... Ja, so, jetzt komme ich nicht mehr weiter. So, das war's. Mehr nicht. Ja. Das war's. Ende im Gelände. So, jetzt haben wir hier einen neuen Kupferring. Für die Ölabwaschschraube. Die machen wir aber vorher sauber, ne? Könnte durchaus sein, dass sie magnetisch ist. Ist sie wohl auch. Was Metallisches mal gucken. Ja, leicht magnetisch ist sie. Ja, okay. Die reinige ich mal eben und dann komme ich gleich wieder. So, da haben wir die Ölöffnung. Ne? Hier steckt jetzt noch der Bit drin. Kein Hexenwerk, einfach reinschrauben. Gibt auch Newtonmeter-Angaben dafür, habe ich jetzt gerade nicht. Deshalb geht es nach Gefühl. Das ist ein Kupferring drunter. So, das war's für mich. Mal gucken, dass wir die blöde Nuss da rauskriegen. Ja. Wir wollen ja wissen, ob irgendwas undicht ist. Deswegen sind Öltropfen da oben. Blöd. Jetzt packen wir ein Tuch da drunter. So. 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 Das trocknet von selbst. Oder wir helfen nach. Das geht auch. Aber wie gesagt, wir wollen wissen, ob irgendwas undicht ist. Ist das hier Öl? Ja, das machen wir auch noch eben weg. Das ist auch vom Filter. Ja, so sieht das schon besser aus. Ja, das ist trocken. Wie gesagt, Motor, Getriebe, kein Befund. Sieht gut aus. Passiert nichts. Scheint gut zu sein. Also dicht. So, wie gesagt, der Motor kriegt 4 Liter. Und zwar, das ist jetzt gar nicht mal so wichtig. Wichtig ist diese VW-Norm hier, 50-500. Ja, angeblich ist das auch ein Long-Life-Öl. Lass nicht machen, ne? Damit läuft er gut, aber nichts mit Long-Life. Vergesst es. Gib es nicht. Einfach so nach den Vorschriften irgendwas zu machen, ohne Sinn und Verstand, macht meistens keinen Sinn. So, das Ganze jetzt viermal. So interessant ist das jetzt auch nicht, wie ich das so eingieße. Also ne, 4 Liter rein. Bis gleich. So, was haben wir als nächstes? Bevor wir den ganzen Kram starten. Der Luftfilter. In dem Fall etwas komplizierter als normal, als es sein müsste. Und ich habe den falschen, doch nicht. Ich habe den richtigen. Gott sei Dank. Das ist schon wieder quadratisch. So. Gott sei Dank, die Schrauben können nicht verloren gehen. Das kann ich nämlich gut.
ich habe meinen Magnetstab. Das hilft mittlerweile wirklich sehr gut. Ja, der darf mal dringend neu. Ne? Da ist nichts mehr mit Filtern. So. Was soll's denn mit dir? Jetzt schnappen wir uns die Durchluft. Alternativ könnt ihr den Staubsauger nehmen. Und den Kasten einmal auspusten. Ja. Neuer Luftfilter, neuer Ölfilter, neue Kerzen, Ölfilter, Luftfilter, habe ich noch was vergessen? Ne, eigentlich nicht. Also der Kollege, der die Inspektion gemacht hat, hat den Ölfilter nicht gewechselt. Definitiv nicht. Jetzt ist eine richtige Inspektion gemacht worden, inklusive neuer Zylinderkopfdichtung. Ergo. Gut gemacht. Ja. Ja, der ADAC hat hier einen Motorschaden prognostiziert bzw. diagnostiziert. Problem ist beim ADAC ernsthaft, dass die Mechatroniker nachrücken. Wir hatten mal einen hier, wegen dem Mercedes, in der Nachbarschaft, ist der kaputt gegangen. Und ja, jetzt müssen wir noch die Batterieabdeckung machen. Der ist in der Nachbarschaft kaputt gegangen, sprang nicht mehr an. Der war wirklich sehr zuvorkommend. Der hatte richtig Ahnung. Hat sofort den Kurbelwellensensor in Verdacht gehabt, etc. etc. War es am Ende nicht, klar. Aber ne, er war engagiert, er wusste, wovon er sprach. In letzter Zeit erlebe ich allerdings nur noch, Ihr Auto ist nicht mehr wertvoll genug, schmeißen Sie es bitte weg. Das transportieren wir nicht. Ja, das ist nicht Sinn der Sache von einem Pannendienst. Ne? Das ist blöd. Blöd, blöd. Was eng, aber geht gerade noch. Raus und zieht das da hinter der Haube. Batterie klemmen. Schon den ganzen Blödsinn da rausnehmen. Nicht an die Klemmen kommen, ne? Man sieht's hoffentlich. Lieber von hier oben, nicht hier rüber gehen. Das gibt einen Blitz. Möchte keiner haben bei Autos mit Steuergeräten und Kurzschluss.
extrem uncool. So, Batterie fest. Fertig. Kasten. Wo einer dran rumgeschnitzt hat. Wahrscheinlich wegen der Musikanlage. Immer ganz tolle Experten unterwegs, die da alles Mögliche aufsägen. Für eine Musikanlage, das kann man auch vernünftig verlegen, ernsthaft. Also ich habe früher sowas auch eingebaut, das ist nicht das Problem, aber man kann es vernünftig machen. Und dann auch am besten mit Stromdieben etc. und dann raucht die ganze Kiste ab. Und keiner weiß wieso. Ja, sollte man vielleicht erstmal drüber nachdenken, was man da macht. Und nicht, ich brauche Stromkabel im Innenraum, ich mache egal was. So, jetzt passt die Abdeckung irgendwie nicht mehr zum Motorraum, ne? Ein bisschen Öl. So macht man den Motorraum wieder schick. Da guckt man dann auch gerne rein. Zum Kontrollieren der Flüssigkeiten etc. Ne? Apropos Flüssigkeiten. Wir haben das Öl aufgefüllt. Hier mit rüber. Also mit dem Stativ muss ich mir noch was einfallen lassen. Vielleicht ein bisschen Silikonspray oder so. So. Okay. Da rein. Sieht man's? Maximum. Sieht man natürlich nicht, weil es jetzt runtergelaufen ist. Müsst ihr mir jetzt einfach glauben, steht auf Maximum. So. Beziehungsweise ein bisschen drüber, Filter muss ja noch voll laufen. Ne? So, was haben wir jetzt als Diagnose als nächstes? Ich habe den Lichtmaschinenregler gewechselt. Ihr das? Ihr seht das. So. Ja, das erkennt ihr sogar. Das ist wunderbar. So. Jetzt gemessen haben wir 12,36 Volt. Seht ihr das? Wahrscheinlich ja. Okay, 12,36 Volt. Jetzt muss ich das Ding mal irgendwo hier reinklemmen. Da, 12,36 Volt, wir müssen auf der anderen Seite auch noch eine Masse legen und da einklemmen. So, wenn wir jetzt den Motor starten, wäre das total schön, wenn da so 13, 5 bis 14 Volt bei rumkommen könnte. Das ist gut. So, und jetzt kommt der Trick. Verbraucher einschalten. Ja, es sind jetzt alle Verbraucher an. Ein bisschen die Drehzahl erhöhen. Dann wollen wir mal das passt so. Ready vor Probefahrt, würde ich sagen. Wie man jetzt hört, wird auch das Geklapper langsam leiser. Die Hydrostößel bekommen jetzt langsam vernünftiges Öl ab und so weiter und so weiter. Ne?
Der nächste Ölwechsel auf jeden Fall in 10.000 Kilometern, damit der restliche Müll rauskommt. Es wird auf jeden Fall leiser. Ne? Ist nicht die Kette. Einer hat geschrieben, so von wegen, die Kette wäre so laut. Es ist nicht die Kette. Die Spannung ist optimal, die wurde auch getauscht bei 100.000. Länger hält die nämlich nicht. Jetzt ist er schön leise. Und jetzt geht er zum Waschen. Jetzt können wir die Klimaanlage ein bisschen runterschalten. Jetzt ist schön kühl hier drin. Die funktioniert echt gut. Zieht er jetzt ordentlich? Ja. Ja, müsste jetzt eigentlich auch im fünften schon funktionieren. Das ist, wie gesagt, ist das ein ziemlich altes Fossil, dieser Motor. Drehmoment haben die Dinger, nur drehen wollen sie nicht. Das ist das Witzige. Ja, jetzt waschen wir den einmal. Jetzt geht es in die Waschanlage. Weil den ganzen Müll, den das Auto eingesammelt hat in Hamburg, runterzukriegen, zu Hause, würde eine Mittelüberflutung bedeuten. Und die brauchen wir gar nicht. Fährt ausgesprochen angenehm, nimmt gut Gas an, klingt gut. Landstraße kann er. Dreht sogar relativ wenig, muss ich sagen. Definitiv wohl ein Schongetriebe. Naja, wie gesagt, ein absoluter Drehwurm ist der Motor nicht. So, jetzt sind wir im fünften. Wir sind bei 50. Schön durchs Dorf. Mal gucken, ob er nach dem Dorf vernünftig Gas annimmt. Von 50 an. Wir reden immer noch von einem 1,4 Liter Motor mit 60 PS. Ne? Nach dem Dorf. Das ist doch schick. Zieht durch. Natürlich ist das keine Rakete, aber ne? 80. Aber jetzt gleich von der Tankstelle. Ja, Glück muss man haben. Aber immerhin der Hochdruckreiniger funktioniert. Schon mal so ein bisschen weggefräst von dem Müll. Ja, muss der Rest halt zu Hause gemacht werden. Mein Gott. So, jetzt hören wir von der Mutter erstmal gar nichts mehr. Ja, ist alles schön durchgelaufen. Jetzt mache ich gleich mal die Scheibenwischer. Sauber ist er jetzt. Das ist übrigens von innen. Ja, ich habe die Innenumrandung. Natürlich ist da Wasser reingelaufen, klar. Ich habe die ganze Innenumrandung hier mal gemacht. Das sieht man immer noch ein bisschen. Das werde ich noch ein bisschen mit Waffenöl behandeln. Ja. Der ist verzinkt. Ich mache mir keine Sorgen, ne? Aber sieht einfach blöd aus. So, was nu? Kofferraumumrandung wieder reinstecken. Ja, es sieht schön aus. Ja, jetzt fange ich an, den von innen sauber zu machen. Von außen habe ich ihn jetzt, inklusive Türzargen etc. Jetzt ist das alles porentief rein, wie man so schön sagt. So, und jetzt zum nächsten Punkt der Inspektion. Schlösser etc. abfetten. Gehört dazu. Ja. Ja, die Scheibenwischer sind tot. Völlig verstorben. Ende, das war's. Der hintere, den tausche ich auch gleich mit aus. Ich bringe den zum TÜV. Wir haben mit dem Auto ja jetzt ein paar Meter gefahren, also sind ein paar Meter gefahren und wir sind fast durch die Scheibe gegangen, so gut sind die Bremsen. Reifen sind neu, was soll passieren? Von unten ist nichts, habt ihr selber gesehen. 2 Jahre TÜV drauf. Mein Gott, ist doch angenehm das Ding. Ich finde ihn schön, ich finde ihn hübsch. Ja, wie gesagt, von innen auf jeden Fall, muss ja noch sauber gemacht werden, wie man hier sieht. Aber das ist ein nächstes Video, nur so als Information. Ja, Armaturenbrett, Scheiben und so weiter, vernünftig reinigen. Diese Kartendinger, ich finde die lustig, aber geht trotzdem runter. Radio rein,
gucken, ob ich eine Antenne da oben reingebastelt kriege. Ja, und dann hat sich das erstmal mit dem Auto. Ich hoffe mal auf Regen, bis der Rest abgewaschen wird. So, zur Inspektion gehört. Das ist Haftschmierfett. Scharniere fetten. Fangband, knackende Fangbänder sind voll blöd. Unteres Scharnier fetten. Jetzt kommt man an die hier ganz gut dran. Von dieser Seite. Ne? Hier kommt mir auch ein bisschen Fett rein. Ja. Jep, sah gut aus. Sehr hübsch. Ja, Tankklappe muss ich noch was überlegen. Die verriegelt nicht. Mal gucken. Kriegen wir auch noch hin. Kann ja nur ein paar Cent kosten eigentlich. So. So. Perfekt. Ja, Schiebedach, nicht vergessen. In dem Fall sehr komfortabel. Gucken, wie es hier oben aussieht. Aber die Gleitschienen sind relativ sauber. Dann verteilt sich das gut. So, andere Seite. Abläufe scheinen in Ordnung zu sein. Da ist jetzt genug Wasser drauf gegangen. Ist nichts passiert. Ja. Ja, das mag so ein Schiebedach, das findet das gut. Sitzhöhenverstellung auf beiden Seiten. Das geht. Ja, sonst hätte man das auch noch mal abfetten können, aber ja, die Sitzschienen und so. Mit einer Hand ganz bequem, ne? Also nicht übertreiben. Das fängt auch Staub, das Zeug. Muss nicht sein. Ja, das gehört zwingend dazu. Inspektion, ne? Was auch immer dazu gehört. Volle Beleuchtung. Beide Kennzeichen Beleuchtungen gehen. Warnblinker geht. Die Nebelschlussleuchte geht. Rückwärtsgang geht, habe ich geguckt. Seitenblinker. Frontscheinwerfer, Nebelscheinwerfer. Frontscheinwerfer, Nebelscheinwerfer funktionieren einwandfrei. Ja, sowas von schön. Jetzt noch die Scheibenwischer austauschen. Ah, und die Scheibenwaschanlage auffüllen. Ist leer. Beim Ausprobieren bemerkt, da kam nichts mehr. Aber ist jetzt echt kein Beinbruch. Ne? Also ist nur noch ein bisschen auffüllen, pflegen. Ja, eigentlich ist er mehr oder weniger fertig. Luftdruck, Reifenluftdruck noch mal eben kontrollieren. So, Beleuchtung wieder aus. Man hört, der läuft übrigens immer noch. Die Lichtmaschine funktioniert wieder. Ja, ja, ich weiß, Generator. Okay. Jo.
Recht angenehmes Auto, recht angenehm zu fahren. Service werde ich noch zurückstellen. Ja, Service-Inspektionslampe ist an, beziehungsweise in dem Fall die Schrift. Ne? Ja, innen noch sauber machen, außen noch sauber machen. Beziehungsweise den ganzen Kram hier. Das ist ganz schön speckig. Aber das habt ihr schon gesehen, wie ich das beim Astra gemacht habe. Das Endergebnis werdet ihr sowieso noch sehen, weil die Innenraumreinigung werde ich auch noch thematisieren. In einem anderen Video. Ne? Wir sind jetzt, glaube ich, schon ziemlich lang geworden in dem Video hier. Ja. Er lebt wieder. Er lebt wieder, er macht keine Probleme. Und fährt vernünftig, bremst vernünftig. Alter Schwede, der bremst, ne? Echt was durch die Scheibe gegangen. Bei der ersten Bremsung. Ja. Das ist ein schickes Auto. Bin sehr beeindruckt, muss ich sagen. Euch wünsche ich einen sanften Start in die Woche. Und ja, bis zum nächsten Video. Ne? Bis dann. Ciao.